So, jetzt starten wir mal die zweite Runde Val de Bois. Beim letzten Mal waren wir ja hier am Fass. Jetzt gehen wir mal hier zum Fass. Und eventuell auch noch hier zum Fass. Mal schauen. Da ist doch direkt ein Recall vor mir, oder? Das läuft hier sogar irgendwo. Direkt auf mich zu. Ach, fuck, voll in die Hinterläufe. Ich bin noch ein Trottel. Ach, ein Scheiß. Das war bestimmt noch nicht mal ein Eingeweideschuss. Und es blökt und blökt. So eine Scheiße. Ja, doch ein Eingeweideschuss. Aber wird trotzdem bestimmt eine lange Verfolgung. Ich hab's da gerade über den Horizont laufen sehen. Da musste ich jetzt gar nicht weit laufen. Ich habe meine Rehe gefunden. Es ist nur wenige Meter weiter zusammengebrochen. Dafür habe ich wohl irgendwie was anderes aufgescheucht. Irgendwo hinterm Berg wohl. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Bin hier eigentlich die ganze Zeit auf allen Vieren sozusagen hergekrochen. In der Hocke. Naja. Allgemein noch ein wenig nebelig hier. Kein besonders guter Schuss leider. Wir haben einen Bären voraus, nicht weit gelaufen. Und schon haben wir was Leckeres. Das ist natürlich eine blöde Schussposition, die jetzt vielleicht gerade besser wird. Ein 1A-Schuss. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber der war sauber. War natürlich jetzt auch nicht die Distanz, aber immerhin. Besser als nichts. Können wir ruhig ein bisschen joggen, haben ja laut geschossen. Erstmal gucken, dass wir über den Bach kommen und nicht über ein Loch fallen, siehst du? Oh, ich hasse das. Aber ich finde die Karte echt super gut. Aber das nervt. Ich meine, es ist ja normal, dass man nicht überall jede Stelle an einen Fluss kommt, aber das könnte man dann noch ein bisschen optisch besser darstellen. Und so. Naja. Waren jetzt auch noch nicht so nah am Fass zum Glück. Von daher dürfte das noch keine Auswirkung haben. Schauen, was wir da haben. Naja. Soweit ein ganz nettes Tierchen. Aber halt Mittelmaß. Wir machen mal kein Foto von. Ja. Wir marschieren mal weiter. Da steht hier plötzlich ein Reh vor mir. Ging jetzt sehr schnell. Dafür war der Schuss umso besser.
Direkt hinter mir kommt das nächste, oder? Okay. Ja, ich glaube, es läuft weg. Beziehungsweise dreht einfach mal ab. Und es soll mir auch recht sein. Dann kann ich nämlich einfach mal weitergehen. Das ist mein Fieber. Da hinten haben wir einen Bären. Keine Ahnung, ob ich schon schießen sollte. Weil wenn es sofort umfällt, könnte es noch außer Schussdistanz sein. Und das ist auch direkt am Fass. Es wäre blöd, laut zu schießen. Vor allem, wo hier noch Rehe rumlaufen, die mir alles verscheuchen könnten. Ne, ne, gehen wir mal weiter. Verflucht, ich höre was trapsen. Das ist doch schon wieder so eine Buschalarmanlage, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Natürlich kommt es näher. Es geht von uns weg, das ist gut. Es ist hinter dem Stein. Glück schon am nächsten. Lass mal schön weiterlaufen. Dann sind nämlich die Teddys, die wollen wir ja nicht verscheuchen. Okay, jetzt kann es heikel werden. Wie man hört, latscht hier direkt vor mir irgendwo ein Bär rum und ich sehe ihn nicht. Ich hab's doch fast geschafft. Was soll das jetzt? Da vorne direkt am Zelt. Okay. Liegt. Ha. Schöne Sache. Den lassen wir auch erstmal da, wo er ist. Ja, am Bärenfass angekommen haben wir erstmal einen Rehkorn. Männlich. Bietet sich ja auch an hier aus dem Tarnzelt raus. Vorne läuft auch noch ein Bär. Bisschen weit weg für den Snakebite. Zumindest für meine Künste. Schauen wir erstmal, ob das Reh hier ein bisschen rankommt. Vorne kommt auch noch. Vorne kommt. Ha. Dass wir das noch wegschießen. Wobei der Crawl kam eher von da. Vielleicht haben wir sogar zwei. Wäre auch schön. Das haben wir auch zum Liegen gebracht.
Wer kommt auch näher? So soll es sein. Komm schon. Scheiße, der ging rüber. Ach, verdammt. Da habe ich doch ein bisschen zu sehr geatmet. Dreckige Scheiße. Laut hinterher schießen. Mag ich eigentlich nicht. Mag ich auch nicht. Naja, bei der Gelegenheit könnten wir das Fass mal aufhören. Oder da kommt da noch eins. Na denn. Soll ja nicht alles umsonst gewesen sein. Ja. Geh ich mal sammeln. Könnte besser sein. What? Da habe ich noch eins verjagt. Verdammt, zwei. Naja. Einfach mal ein bisschen mehr Geduld zeigen oder so, dann passiert sowas auch nicht. Och, das war doch ein ganz nettes Tier. Ey. Mein Bär ist wieder da. Hat eine ganze Weile gedauert. Hinten sind auch noch Rehe anscheinend. Weiblich. Weiblich. Alles weiblich. Naja, spotten können wir uns ja trotzdem. Und hoffen, dass der Bär wieder ein bisschen näher rankommt. Ansonsten schießen wir den gleich einfach laut weg. Und begeben uns zum nächsten Fass. Opa. Wir schießen jetzt einfach eine Runde laut. Laut und tödlich. Komm. Jetzt hier nicht dumm rumballern. Linke Lunge, Herz, rechte Lunge. Ganz nett geschossen. Jetzt haben wir hier gerade einen fetten Hirschkoll. Wir sind per Schnellreise zum
zur Lodge. Und jetzt callt uns hier ein Hirsch ins Ohr. Den nehmen wir natürlich mit. Das war jetzt aber ein anderer. Wo ist der? Okay. Positionieren wir uns mal so, dass wir beide kriegen. So, wir haben uns jetzt ein bisschen umpositioniert. Nach vorne kommt auch schon der erste Kandidat. Mittelprächtig. Da unten kommt der zweite. Der ist, glaube ich, schon ein bisschen was besser. Gucken wir mal, dass wir beide kriegen. Der liegt und der andere. Wo ist der andere? Wie er am Baum liegt. Niedergestreckt. Vorne ist der andere. Gucken wir auch noch. Komm schon. Kommen wir ein bisschen ran hier. Getarnt sollten eigentlich super sein. Und der liegt auch. Schön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, wie ich gesagt habe, mittelprächtig. Linke Lunge, Leber, Magen. Gucken wir mal, wo Nummer 2 liegt. Da callt Nummer 3. Geil. Ja, den nehmen wir natürlich auch noch mit. Sind ja keine Kostverächter. Da vorne kommt er. Oh, der ist klein.
töten werde ich ihn trotzdem. Vielleicht legen wir ihn neben seinen Freund. Da kommt er. Zack. Hat sich doch gelohnt. Drei Hirsche, 5 Minuten. Super. Wirbelsäule vorne, linke Lunge. Und 25 Abschüsse mit dem weißen Snakebite-Bogen. Ja, das gibt auch wieder 2 Hunter-Score, oder? Er war gar nicht so klein, wie ich dachte. Schön. Oh je. Fast am Ziel angekommen. Passiert uns wieder das, was uns gerade eben passiert ist. Ich glaube, diesmal komme ich da nicht so glimpflich raus. Aber ich versuch's. Ha! Fuck! Oh, die lebt noch. Meine Pfeile sind alle. Bleib schön liegen. Braves Mädchen. Inventar, danke. Es tut mir leid. What? Oh je. Naja. Liegt sie da ganz friedlich. Der zweite ist echt vorbeigegangen. Oh je, darfst du keinem erzählen. Ja, ich werde mich mal ein bisschen umschauen, mal gucken, was hier so los ist. Sieht aber auch recht mau aus, bis auf die Dame, die mich da gerade etwas erschreckt hat. Es fängt an zu regnen. Nee, hier werden wir wohl nicht mehr fündig. Da wollte ich mich gerade wieder vom Fass entfernen. Da sehen wir da wieder ein Rothirsch. Den nehmen wir natürlich wieder mit. Und das blökt uns da schon wieder ins Ohr. Ein blödes kleines Reh. Es ist männlich. Oh. Und direkt, oh, direkt bei mir. Aber immer erstmal meckern, das ist ganz wichtig. Was? Nein! Bitte hier schon, bleib stehen. Was? Ist doch wohl nicht wahr. Fall um. Blödes Vieh. Ah, ihn hat zum Glück nicht interessiert. Warten wir mal, bis er hier drüben ist. Der junge Mann hat sich so ein bisschen bitten lassen, aber jetzt kommt er langsam mal in Schussposition hier. Von Bären aber immer noch weit und breit keine Spur. Von daher werden wir jetzt den hier töten. Dann das Reh, das nach da abgehauen ist, einsammeln. Das ist nämlich auch
gar nicht weit umgekippt. Das hat mich aufgehört zu blöken. Und dann mal schauen. Zack. Schulterblatt, rechte Lunge, linke Lunge, Leber, Magen. Aua. Auf zum Reh. So, auch hier musste ich zum Glück nicht ganz so weit laufen. Da vorne liegt's. Ich laufe allerdings geduckt, weil hier noch überall weibliche Rehe rumstiefeln. Da war auch gerade irgendwo noch was, da läuft. Da noch mehr. Leider alles weiblich. Schulterblatt. Auch gemein. Da kollt mir grad schon wieder so ein männlicher Hirsch im Schoß. Mit denen läuft das halt echt ganz gut. Rothirsch. Ich hab noch keine Kuh gesehen, bis jetzt nur Hirsche. Bei Bullen, oder wie auch immer man es bei Rothirschen nennt. So, Matze ist da, unser Hirsch ist auch da. Jetzt kann ja nichts mehr schief gehen. Der liegt. Wo liegt er denn? Muss irgendwo da runtergerutscht sein. So, bin er da. Jo. Hi Matze. So, willkommen zurück. Was kaufe ich mir denn? Geht das schon wieder los? Ich suche hier gerade im Steam durch. Sieht ganz nett aus. Ja, aber irgendwo auf Aktion, oder? Wo liegt er denn? Da liegt er. Oh Gott, voll in so eine Höhle, in so ein Loch gefallen. Sieht schon sehr interessant aus.